aufwärmen. Was sagen, bei der Leichtathletik kann man aber auch super in Seniorenkursen benutzen, indem man einfach quer die Teilnehmer durch den Raum laufen lässt. Und man kann da sehr gut anfangen, einfach auf der Fußspitze laufen. Die Ferse geht dabei gar nicht runter, ich hebe immer nur die Fußspitze und setze sie dann wieder ab. Und wichtig ist, alle Übungen entscheidest du über nach der Gruppenfitness. Also wenn du eine Gruppe hast, die nicht so fit ist, kann man halt nur leichte Übungen machen. Für mich ist immer cool, in die Aufwärmübung Gleichgewichtstraining zu machen. Egal, ob es eine Reha-Gruppe ist, eine Senioren-Fitness-Gruppe. Mache ich auch sogar bei Functional-Übungen, bei Kursen, wenn ich das vorbereite. Weil durch den Alltag das Gleichgewicht doch bei vielen Leuten total verloren geht. Ja? Also man kann anfangen mit einfachem Einbeinstand. Wichtig ist, dass man achtet, dass die Teilnehmer hier gerade sind. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche beim anderen Bein. Und dann merken die auch, okay,
Ich habe links und rechts einen Unterschied. Jetzt habe ich gemerkt, okay, rechts ist nicht so gut. Also biete ich doch einfach meinen Teilnehmern an, dass das rechte Bein besser wird. Ich mache das rechte Bein eben noch ein zweites Mal. Und siehe da, man konzentriert sich mehr und es wird einfach besser. Was cool ist, da merken die auch, dass es fast einfacher ist, wenn ich schwinge, das auszugleichen. Wichtig ist, achte darauf, dass die Hände entgegengesetzt benutzt werden. Viele pendeln grundsätzlich falsch rum. Achte darauf und weist einfach darauf hin. Bisschen schwieriger für die Koordination ist bei den Teilnehmern schon vorne oder auch hinten. Ja, da brauche ich hier viel mehr Stabilität im Rücken. Ne, das gleiche auch immer anderes Bein. Und wie gesagt, gebt den Teilnehmern die Option, einfach noch die schlechtere Bein nochmal zu machen. Also bei jeder Übung gibt es 3 Wiederholungen. So, wenn ihr ein bisschen fortgeschrittenere Gruppen habt, dann einfach hier drauf achten, dass ihr hier stabil und fest seid. Dann die Arme hochnehmen und dann versuchen, dass sie in der Achse hochgehen. Sie müssen nicht bis zum Schluss in die Standwaage, aber wer kann schon. Aber die anderen können eben auch in dieser Position halten. Wichtig ist immer, dass die Achse zwischen Arm und Bein stimmt. Und die sollen sich wirklich konzentrieren, die Teilnehmer, Arm hoch, lang machen. Dann habe ich hier eine Streckung, bin hier schon ganz anders in Position gespannt. Und dann gehen Beine und Arme nach oben. Und lösen. Das sind Übungen, die ich immer gern einfach in ein Warm-up einbaue, was man durch den Raum machen kann und die Beweglichkeit natürlich auf der Stelle. Gerade bei den Senioren sind die Warm-up-Übungen rund in dem Raum sehr beliebt. Warum? Weil sie miteinander quatschen. Deswegen wird es Zeit, dass wir wieder unsere Kurse machen können, damit die sozialen Kontakte gerade bei den älteren Menschen wieder stattfinden können. Und deswegen viel Spaß beim Ausprobieren.